Herzliches Willkommen zurück, juhu, bei Shadow of the Tomb Raider auf dem PC, Mega-Ultra-Einstellungen und 2K und natürlich auf tödliche Obsession auf sehr schwer, also genau wie meine anderen zwei Teile von Tomb Raider, die ich aufgenommen habe. Ja, ich bin von Löhe, Gameplays als Hobby und wie gesagt, ich heiße euch herzlich willkommen und wir machen jetzt direkt weiter. So. Und du? Warst du als Kind bei den Pfadfindern oder im Sommerlager? Zählt Internat auch? Keine Ahnung. Zählt es? Wahrscheinlich nicht. Aber Roth hat mir einiges gezeigt. Mir waren Erwachsene schon immer lieber. Ja, ich vermisse ihn. Ich auch. Ja, den Roth-Thing kenne ich auch noch. Wer den ersten Teil gesehen hat, Tomb Raider 2013 so gesehen, der weiß Bescheid, wer Roth ist. Guckt es euch an. Der Teil war auch mega geil. Lama-Figur. Der Kanupa dient als Gefäß für Opfergaben wie Kakao und Talg. Der gefüllte Kanupa wird zu Beginn der Erntezeit als Geschenk an Pachamama, die Muttergöttin, auf das Feld eines Bauern geworfen. Wird das Geschenk angenommen, erwarten den Bauern angeblich eine reichhaltige Ernte und ein erfolgreiches Zuchtjahr. Hm, okay. Ist da noch Kakao drin? Cool. Ohne Eli wird dein Arm schnell verheilen. Ja, es geht mir auch schon viel besser. So, was haben wir denn hier so alles? Da kann man nicht runter, oder? Doch, ich glaube schon. Ich glaube, das ist nur sowas wie ein Rückweg. Wir lassen es erstmal sein. Es ist zu schwer. Hilf mir mal. Nichts. Okay, lassen wir es los. Langsam. Schön, dass er es langsam losgelassen hat. Okay. Stimmt, die gibt ja keine Tipps oder sonst was. Muss mir alles selbst machen. Die Platte hier oben drauf sieht irgendwie ekelhaft aus. Hey, das hat was bewirkt. Ich glaube, das Wasser betreibt die Brücke. Okay. Zum Glück weiß ich ja schon, was ich zu machen habe. Ist auch echt cool gemacht. Hau ruck. Das Wasser füllt den Eimer. Gut, mal sehen, was die Gegengewichte machen. Bitte was? Ach, der Eimer leckt. Komm zurück, wir versuchen es nochmal. Wow, geht das schnell. Oh. Aha. Ging aber wirklich schnell hier. Scheiße. Okay. Ich muss doch schnell sein. Boah, bei meiner Freundin blieb das Ding 5 Sekunden oder sowas mal unten dann liegen. So dass man die Zeit hatte, das Ding zu verbinden. Bei mir geht es ja direkt wieder hoch.
Zum Glück habe ich nochmal abgespeichert. Sehr schön. Okay, das heißt, wir können eigentlich direkt wieder losgehen. Hey, aber das Holz liegt wieder hier. Sonst liegt hier aber wohl nichts mehr. Doch, hier liegt auch wieder das Holz. Immerhin etwas, was hier wieder rumliegt. Hier kommen wir durch. Gibst du mir mal? Na toll. Siehst du das? Das muss Kuwagyaku sein. Wir müssen da runter. Ist das hier wirklich ein Weg? Na los, bleib nah bei mir. Das ist definitiv kein Weg. Oh Gott. Fast geschafft. Fast geschafft. Das sagst du ständig. Oh, hab dich. Alles Weil okay. er mich auch hat. Ich wäre voll runtergestürzt. Ein paar Schritte. Okay. Bist du okay? Ich glaube, ich bin zu schnell. Ich bin okay. Bin okay. So, jetzt können wir hier erstmal wieder alles einsammeln. Gehen wir erst nochmal hier hin. Möglicherweise die Inka. Sie wussten viel über Hydraulik. So, nochmal ans Anhören brauchen wir das ja nicht. Können wir sie mit dem Gegengewicht anheben? Vielleicht. Ich hoffe, diese das beschreibt ist etwas hier, in der Nähe. Zwei, ich auch. Zwei, ich auch. So, jetzt kann ich aber wenigstens nochmal sehen, was es mir so alles gibt. Oh, Glitzersachen. Sehr schön. So, das war's hier. Achso, die Spinne, stimmt. Dieses Wasser ist bestimmt trinkbar. Willst du es probieren? Ich bleib bei den Flaschen, die wir in den Kisten beim Flugzeug gefunden haben. Das Ding. Muss ich an das Ding dran machen. Frage ist nur, wie komme ich so schnell hier runter, ohne zu sterben? Hätte ich gewusst, wie viel Zeit ich in der Wildnis verbringe, hätte ich in dem Jahr bei den Pfadfindern besser aufgepasst. Hat's dir nicht gefallen? Ja, wir haben solche Sachen wegen meiner Familiensituation eher selten gemacht. Habe ich den Mülleimer vorher auch schon? Warst du als Kind bei den Pfadfindern oder im Sommerlager? Zählt Internat auch? Keine Ahnung. Zählt es? Wahrscheinlich nicht. Aber Roth hat mir einiges gezeigt. Mir waren Erwachsene schon immer lieber. Ja, ich vermisse ihn. Ich auch. Hey, das hat was bewirkt. Ich glaube, das Wasser betreibt die Brücke. Wirklich Schmerzen hat sie auch nicht. Es ist zu schwer. Hilf mir mal. Das Wasser füllt den Eimer. Gut, mal sehen, was die Gegengewichte machen. Ach komm schon. Oh, der Eimer leckt. Komm zurück, wir versuchen es nochmal. Warum muss immer alles kaputt sein? Das hätte eigentlich funktionieren müssen gerade. Aber scheinbar stand ich nicht nah genug dran.
Ja. Eieiei. Okay, Jonah. Kannst loslassen. Und diesmal ging's heller. Das war's. Ging's länger. Coole Sache. Wie ist denn der darüber gehüpft? Es läuft viel das Wasser raus, okay? Erstmal duschen. Ah, wir haben es geschafft. Sehr schön. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir aufnehmen. Ich glaube, 40 hat mal angefangen, oder? Ungefähr. Wuhu! Hier müssen wir wohl durch. Nach dir. Natürlich nach mir. Echter Gentleman. Was ist das? Das ist eine Art von Stele, oder? Das ist von den Gold. Kannst du mir mal helfen? Klar. Was ist das? Das ist ein Rezept. Eine Kräutermischung zur Konzentrationssteigerung. Das könnte helfen, wenn wir Jaguare treffen. Hoffentlich nicht. Hier drüben geht's raus. Sehr schön. Was haben wir denn da gekriegt? Auge des Adlers. Drücken Sie F4, um einen Wahrnehmungskräutermischung zu nutzen. Wahrnehmung ermöglichen es, leere Tiere und natürliche Ressourcen in der Umgebung zu spüren. Ja, cool. Wenigstens etwas. Stoff. Haben wir hier sonst noch etwas zum Einsammeln? Nee, ne? Wir haben jetzt eigentlich bis jetzt alles. Denke ich zumindest. Hoffe ich doch mal. Da können wir ja leider nicht mehr zurück. Da haben wir sogar einen Retikt übersehen. Dumme Sache. Na gut. Kann ich hier nochmal raus? Tatsächlich. Oh, die Blätter sind aber ganz schön steif. Ich würde nur noch mal hier um die Ecke gucken, ob hier etwas ist, aber hier ist nichts. Okay. Sehr pfühlen. Weiter geht's. Wir nähern uns dem Dorf. Gut, ich will zurück in die Zivilisation. Wieso? Natur ist doch voll schön. Kräutermischung. Drücken Sie F1, F2, F3, F4, um Kräutermischung zu verwenden. Okay. Ja, kann Ihre Kenntnisse bezüglich Kräutermischung nutzen, um sich zu heilen und vorübergehend Ihre Fähigkeiten zu verbessern. Die Effekte aller Rezepte sind vorübergehend, können jedoch jederzeit erneuert werden. Diese Ruinen sind anders als die in Mexiko. Erwähnt dein Dad in den Notizbüchern Peru? Nein. Es soll aber eine geheime Stadt aus Gold in Peru geben. Paititi. Alle Schatzsucher der Welt wollen dorthin. Dads Notizen enden in Mexiko, als hätte er das Interesse verloren. Oder... oder? Keine Ahnung. Der nächste Band behandelt Syrien. Ein Durchgang. Vielversprechend. Eine Wandmalerei. Ging das Rätsel gleich nochmal? Folge dem Herz der Schlange. Zum silbergekrönten Berg mit den Zwillingen. Ah, zu spät gedrückt. Was ein Shit. Schade, dass ich das nicht sehen kann, was wir da eben gerade zuletzt gefunden haben.
Darstellung von Coden, das hatten wir schon. Eine Reise der Maya, kennen wir auch schon. Stand-up über den Tempel des Mondes. Hatten wir, glaube ich, auch schon. Gibt viel zu finden. Da, Darstellung der Fürsten von Xibalba. Das habe ich gerade gesehen. Diese beiden Götter sind die Herrscher über die Unterwelt der Maya. Xibalba, wörtlich übersetzt, Ort des Schreckens. Wukub Kachiks, dessen Name Sieben Aras bedeutet, war ein monströser Vogel, der Legende nach die falsche Sonne in seinem Schnabel trug. Sein Untergebener war Yunkame, was ein Tod bedeutet. Beide wurden von den Heldenzwillingen besiegt und getötet, nachdem sie sie in verschiedenen Sportarten und Spielen herausgefordert hatten, in denen beide Seiten betrogen. Wukub Kachiks verlor zum Beispiel im Pfeilwurfspiel, weil die Heldenzwillinge Blasrohre benutzten. Mhm. Heldenzwillinge. Wie weit wird es wohl nach Kuvakyaku sein? Falls wir auf dem richtigen Weg sind. Schwer zu sagen, aber die Bewässerung ist ein gutes Zeichen. Okay. Irgendwann gab's hier Menschen. Hoffentlich sind sie noch da. Ein Herausforderungsgrab. Oh, tatsächlich. Dschungelruin. Oh, da haben wir auch noch was. Oh ja, dann nehmen wir halt mal so ein Ding. Wahrnehmung ermöglicht es, Beutetiere und natürliche Ressourcen der Umgebung zu spüren. Verbessern diese Fähigkeiten, um auch Feinde und Raubtiere zu spüren. Die Waffe, zu der diese Griffe einst gehörten, ist in der Feuchtigkeit des Dschungels verrostet und zerfallen. Da ist etwas eingraviert. Es ist kaum zu entziffern. Oh, hier hatten wir schon bei der PlayStation, meine Freunde und ich, Probleme. Ich höre ja schon das Geräusch, aber irgendwie... Hallo. Percy Fawcett. Aber wir müssen tausende Kilometer von seiner letzten bekannten Position entfernt sein. Total bescheuert. Guck mal, als ob man das jetzt lesen könnte. Normalerweise müsste man hier so machen und hier steht nämlich sein Name. Also hier müssten sie echt noch ein bisschen was nachbessern. Okay. So, hier haben wir ein Lager. Sehr schön. Wir haben Fähigkeitspunkte, aber nur leider nur eins. Also das bringt uns schon mal gar nichts. Waffen verbessern können wir auch keine. Außer die schlechteren, die wir haben. Können wir also auch nicht benötigen. Gut. Jetzt wüsste ich nur zu gern, wie lange wir schon aufnehmen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wie gesagt, seit 2 Stunden 40. Ich glaube, ich muss doch wieder meine Stoppuhr anmachen, immer. Auf die Uhrzeit unten kann ich mich nicht ständig verlassen. Gut, dann machen wir jetzt noch 8 Minuten, beziehungsweise wir gucken jetzt mal hier in den Herausforderungsgrab rein. Jonah kann ja ruhig, denke ich mal, ein bisschen warten. Ich habe was gefunden. Das könnte ein Zugang sein. Wenn es nicht die Zivilisation ist, warte ich hier am Feuer. Faule Sau. Oder Schisser, wie auch immer.
Aber gut, die Frage ist, ob er hier überhaupt durchgepasst hätte. Von daher eigentlich ganz gut, dass er draußen wartet. Passt ja ich kaum durch. Junge, Junge. Unbekanntes Gebiet, Herausforderungsgrab. Ich glaube, das ist unser erstes, ne? Das andere konnten wir ja nicht rein und der Rest waren einfach nur Krypten. Aha. Sowas schon wieder. Okay. Ich habe einen kleinen roten Punkt irgendwie auf dem Bildschirm, glaube ich. Bin ich angeschlagen? Okay. Schon bin ich aufgeschmissen. Hä? Also runterfallen darf ich schon mal nicht. Da. Soll ich denn da hinkommen? Okay. Na gut, wir haben ja kurz vorher gespeichert, dann riskieren wir das mal. Okay. Puh. Das mal. Warum hat die jetzt losgelassen? Das hat mich schon im vorherigen Teil bei Rise of Tomb Raider mal aufgeregt, dass sie plötzlich einfach mal loslässt. Ich weiß auch nicht wieso. Wenn man mit der Haken... Oh, Entschuldigung. Wenn man mit dieser Hakenaxt wirft und dann... Was gefunden? Das könnte ein Zugang sein. Wenn es nicht die Zivilisation ist, warte ich hier am Feuer. Ja, und dann halt eben irgendwie hochkrabbeln will, dann lässt sie plötzlich einfach mittendrin mal los und ich weiß nicht wieso. Ja. Blöd. Ein unnötiger Tod. Weil ich habe eigentlich nur nach oben gedrückt zum Hochklettern. Warum die losgelassen hat, verstehe ich nicht. Okay. Damit wären wir wieder hier. Ich drücke jetzt nur W. Also nur um hochzugehen. Hä? Muss ich das verstehen? Muss ich dann nochmal E drücken, damit ich mich dann plötzlich festhake? Komische Sache. Okay, wir probieren es jetzt noch einmal. Tut mir leid für den Schmonges. Das könnte ein Zugang sein. Wenn es nicht die Zivilisation ist, warte ich hier am Feuer. Ah.
Macht die Augen zu und tut die kleinen Rutschgeräusche mal wegnehmen. Sehr schön, sie hat's geschafft. Okay, also wenn ich da oben bin, drücke ich wieder direkt E. Jetzt zum Beispiel. Tatsächlich. Meine Güte, wer kommt da auch auf so einen Scheiß? Wenn ich da hochklettere, dann halte ich mich auch direkt da oben fest, wenn ich da oben ankomme, oder? Unfassbar. Okay, da hoch können wir nicht. Fuck you. Ein Käfer. Kann einmal oben und einmal hier lang. Oh. Eine Forschertasche. Sehr schön. Geheimnisse entdeckt. Okay, ja, da bin ich ja gerade drin. Grab, als Herausforderungsgrab. Und da haben wir eigentlich nur das eine Überlebensversteck. Ich könnte darüber hüpfen. Vielleicht. Aber vielleicht auch hier entlang. Ja, ich glaube, hier lang ist auf jeden Fall sicherer. Oh. Was ist das? Okay, weiterklettern geht nicht. Hui. Eins. Zwei und drei. Irgendwelche verkümmerte Leichen hier mit Pfeilen im Rücken oder sonst wo. Das ist alles aus dem frühen 20. Jahrhundert. Das ist schon eine Weile alt dann. Ich weiß nicht, was wir für ein Jahr hier schreiben bei der Lara Croft hier. Aber von uns aus gesehen ist das dann schon eine Weile her. Eine Rolle. Tagebuch eines Forschers. Dieser Großkotz Fawcett bekommt zwar die gesamte Aufmerksamkeit, aber ich weiß, dass seine Zeit so gut wie vorbei ist. Die Welt wird sich an Timothy Walker als jenen Mann erinnern, der endlich die verlorene Stadt von El Dorado gefunden hat. Wir haben in einer Schlucht unser Lager aufgeschlagen. Es war eine mörderische Reise bis hierher. Wir werden hier einige Tage rasten und uns orientieren. Einige der Männer müssen versorgt werden. Und ich könnte auch eine Mütze Schlaf vertragen. Die Männer sagen, in der Nacht wäre etwas im Lager gewesen. Der Dschungel raubt ihnen langsam den Verstand. Ich sage ihnen immer wieder, dass wir fast am Ziel sind und uns zusammenreißen müssen. Einer der Späher hat irgendeinen Tempel entdeckt. Wir beginnen heute Morgen mit dem Bau von Brücken und Leitern und brechen am Nachmittag auf. Okay. Bergungsgut. Guck mal, hier ist auch ein Lagerfeuer, oder? Könnte ich doch wieder anmachen. Aber scheinbar nicht. Okay, ich muss da... Ah, okay.
Was ist das für ein Seilding da? Ich will nochmal runter. Okay, damit kann man nichts machen. Hätte es sein können, dass es so eine Art Herausforderung ist. Bitte was? Okay. Neues Basislager entdeckt. Juhu. Da geht's wohl weiter. Naja, natürlich wird sich erstmal hier alles eingesammelt. Okay, das war's hier wohl mit einsammeln. Dann speichern wir doch mal und dann sind wir, denke ich mal, auch fertig oder so. Oder kurz vor knapp fertig mit dem Teil. Haben wir denn was Neues? Nö. Tja, da würde ich mal sagen, kann sein, dass dieser Teil etwas kürzer geht als normal oder vielleicht sogar auch schon längst etwas länger. Ich weiß, wie gesagt, leider nicht mehr, wann ich aufgenommen habe, welche Uhrzeit unten von der Spielzeit. Keine Ahnung. Tut mir leid, falls es zu kurz wird, aber... Schaltet morgen halt wieder ein, dann könnt ihr weiter gucken. Das war Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession mit mir von Löher Gamblers als Hobby auf Mega Ultra und auf meinem PC in 2K. So. Wenn es euch gefallen hat, ihr dürft mir einen Daumen nach oben geben. Ihr dürft mir ein Abo geben, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, hoffentlich beim nächsten Teil oder auch bei anderen Let's Plays von mir. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Bis denn. Tschüss.